Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich muss in 20 Minuten gut aussehen und deswegen werde ich mich jetzt ganz schnell via Zeitraffer fertig machen, weil ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt hier sitze und mich fertig mache, seht ihr, ich lenke mich immer mit irgendwas ab und dann werde ich nie fertig und deswegen mache ich mir jetzt mein Hörbuch an. Ich höre gerade bei BookBeat Save You, bin schon bei 72%. So, jetzt zeige ich euch kurz noch mein Outfit. Sorry, dass es hier so ein Chaos ist. Ich habe einfach nur Lederleggings an, Celine-Socken, ein H&M-Mantel, meine Celine-Cap und meine Tasche. Und wir gehen jetzt los. Hello. Leute, wir waren dann was essen, aber auch wirklich nur kurz. Wir sind nur auf die Schnelle was essen gegangen, weil Freunde von uns die Besitzer von Café Burr sind und der Herr Burr nach Dubai fliegt und wir ihn dann wieder eine Weile nicht sehen und wir irgendwie nicht geschafft haben, uns so zu sehen. Und deswegen, er war gerade in der Stadt und dann haben wir gesagt, wir kommen einfach dahin. Und ja, wir hatten nur kurz Zeit, weil Niall dann auch schon seine Bettgehzeit hatte nach 1,5 Stunden. Das heißt, wir haben wirklich, ich habe nur die Hälfte gegessen, die andere Hälfte mit nach Hause genommen, die gerade erst gegessen, und wir haben jetzt 11 Uhr. Ich habe hier meine Nachtflaschen vorbereitet. Hier ist meine Sneak. Falls ihr das nicht kennt, Leute, und ihr mich nicht auf Instagram folgt, das ist so eine Heizplatte, die, wo es hier draufsteht. Das erheizt das Ganze auf 37 Grad. Hier oben in diesem grünen Behältnis ist Milchpulver drin. Seht ihr das? Und wenn ihr dann auf dieses Ding hier klickt, fällt der Deckel von diesem grünen Behältnis ab und die Milch fällt in, temperierte Wasser, also in das vorgewärmte Wasser, besser gesagt. Hier, seht ihr, das ist schön warm schon. Hier, ne, beschlagen. So ist die Flasche einfach in ein paar Sekunden fertig. Also klar, bis es warm wird, das erste Mal dauert es seine Zeit. Aber ich stelle die schon mal warm hin und dann, ja, kann ich in der Nacht einfach nur hier draufklicken und dann ist es fertig. Es war immer so ein Riesentheater mit Thermoskanne, Milchpulver und weiß ich nicht was alles. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Flaschen hier habe. Die sind von Snoo. Ich verlinke es euch in die Infobox. Ah, ich habe mir übrigens auch noch von Amazon, ich fühle mich wie eine Oma, die hier bestellt. Da sind mein Eisen, das vergesse ich immer, mein Vitamin D, mein Vitamin C, mein Zink und mein Magnesium drin. Genau, das ist, ich vergesse es sonst jeden Tag. Und mit, wirklich mit Vitamin D, muss ich sagen, habe ich wirklich, also als ich es damals regelmäßig genommen habe, ich persönlich, ich habe mir aber auch Blut abnehmen lassen und geguckt, wie viel fehlt. Das müsste ich jetzt nochmal neu machen. Und habe dann die Ärztin hat mir dann gesagt, wie viel ich nehmen soll. Also mach das unbedingt, weil zu viel Vitamin D ist nicht gut. Und zu wenig halt auch nicht. Und deswegen, ja. Dann habe ich noch ein, oh, das ist total beschlagen, das kann man jetzt gerade nicht sehen, ein Kartoffelsalat vorbereitet. Wir bekommen nämlich morgen Gäste und ich habe morgen dann wenigstens eine Sache weniger zu tun. Und jetzt nehme ich meine Sachen und bringen die alle hoch. Hab mir auch eine Wärmflasche gemacht, meine Stimme ist schon weg. Ich bin, habe mich leider nicht geschafft, ein einziges Mal auf die Couch zu legen. Eigentlich sind solche Abende, also mein Mann ist jetzt nicht da, der ist mit den Jungs unterwegs. Dann lege ich mich so alleine auf die Couch und chille und so. Aber dafür habe ich schon was für morgen vorbereitet. Das ist auch schon mal gut. Und die Wäsche oben gefalten. Die türmte sich. Ich habe das Gefühl, wenn ich einen Tag keine Wäsche mache, dann stapelt sich die Wäsche bis nach oben. Oh, ich habe was ganz Cooles gekauft, was mir richtig Freude gemacht hat. Und zwar, schau mal. Da schießen sie in die Lüfte. Klar, das macht eine kleine Sauerei, also am besten draußen machen. Aber wir haben das bei uns im Little Gym, in seinem Sportkurs praktisch. Und da ist er immer so begeistert von. Da habe ich gedacht, komm, wenn er mal einen schlechten Tag hat oder so, dann trickse ich ihn damit aus. Gute Nacht, bis morgen. Ich habe bestimmt ein Jahr kein Toast mehr gegessen.
und habe gerade aktuell einfach gar nichts anderes da und deswegen esse ich gerade Toast und das wird cool. Also wegen meiner Schwangerschaftsdiabetes damals und dann ja, habe ich aufgehört, weil da ist halt so super viel Zucker und kein Mehrwert einfach drin. Aber heute ist Sonntag, heute gönne ich mir nach der Massage, ich war nämlich gerade, schöne Toastscheiben. Ich mache gerade so ein bisschen klar Schiff. Diese Vase hier habe ich von einer Freundin bekommen letztens und ich möchte gerne die da hinten dadurch ersetzen. Das hier alles war im Wohnzimmer, da ist auch noch mehr. Das räume ich jetzt gerade weg in den Keller. Jetzt. Weil im Winter kann man hier auch ein paar Kugeln dranhängen. Man könnte auch was mit einer Lichterkette machen, das finde ich auch ganz cool. Ja, das mag ich. So, der Tisch ist gedeckt. Meine Männer sind wieder da, die waren schwimmen. Und es war das erste Mal, dass mein Mann jetzt alleine mit ihm schwimmen war. Und ich habe in der Zeit den Tisch gedeckt. Ich muss jetzt erstmal aus diesen warmen Klamotten raus. Ich rieche immer noch nach Massageöl. Ich habe hier auch noch richtig viel. Schaut euch mal diesen Paketberg an, Leute. Ich wollte euch unbedingt noch die H&M-Paket zeigen. Und darunter ist auch noch Zara. Und hier drin ist auch noch was so Cooles, was ich euch zeigen wollte. Aber erstmal gehe ich duschen. Ich bin frisch geduscht. Ich habe ein bisschen Mascara-Reste hier. Und ich muss auch noch meine Augenbrauen zupfen. Das muss ich tatsächlich ständig. Meine Augenbrauen wachsen nach. Boah, das ist schon viel. Also ich mache gefühlt alle 2 Tage, muss ich da mal drüber. Deswegen oft werde ich gefragt, ja, wer macht sie dir? Ich mache sie mir selbst, weil ich habe, ehrlich gesagt, kann ich mir diesen Luxus gar nicht erlauben, alle 2 Tage irgendwo hinzugehen. Ich verstehe, dass manche das machen, wenn sie halt dann einmal im Monat oder sowas das machen. Aber ja. So viel mehr hat man nicht wirklich die Zeit, glaube ich. Ich werde jetzt einmal kurz nochmal... Ich nehme hier von Tweezerman meinen Spiegel. Ich glaube, ich habe den schon seit 100 Jahren. Das ist so ein kleiner Klappspiegel. Den nehme ich auch überall hin mit. Im Normalfall würde ich mich jetzt gar nicht so aufwendig schminken, sondern wahrscheinlich eher ein bisschen Pflege auftragen und vielleicht ein bisschen Mascara und so, aber jetzt nicht so ein Fullface. Dadurch aber, dass ich morgen zum Event gehe und was richtig Cooles zugeschickt bekommen habe, was ich unbedingt... Und was richtig Cooles zu Hause habe, was ich unbedingt testen möchte, weil ich das morgen Abend eben benutzen möchte und sicher sein will, dass das alles perfekt ist, weil ich habe aktuell nicht die Zeit, so zu testen und richtig auszuprobieren. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich schon die Zeit habe, mich jetzt hier hinzusetzen, ich habe nämlich noch eine ganze Stunde, bis die Gäste kommen, wenn der Eilen schläft, niemand weiß, dann kann ich das schon mal testen und euch ein bisschen zeigen. Ich glaube, ihr werdet da sehr viel Gefallen dran finden. So, meine Skincare ist drauf. Ich hoffe, dass ihr das Babyphone nicht hört und es euch nicht stört. Und meine Haare sind noch nicht gemacht. Die mache ich immer anschließend. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Sagt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich mache das am liebsten so, dass ich erst mein Make-up mache und dann meine Haare. Obwohl das eigentlich von der Hitze und so weiter auch andersrum, glaube ich, vielleicht ein bisschen besser ist. Ich weiß es nicht, ich bin so gewohnt und Gewohnheit, ne, macht den Menschen irgendwie. Lieber mit den nassen Haaren und denke mir so, lass sie ein bisschen Luft trocknen, weil ich immer ewig meine Haare föhne. Also das ist wirklich manchmal echt nicht mehr schön. Jetzt werde ich meine Base machen. Ich trage mir erstmal so ein bisschen flüssigen Glow auf. Könnt ihr einfach nehmen, was ihr möchtet. Ich habe leider mich vorhin geschnitten und ich will jetzt nicht meinen Pflaster, könnt ihr in diese Sachen tunken. Ich weiß, als nächstes, ich langweile euch ganz bestimmt damit, aber ich nehme meine All-Out Foundation von Yves Saint Laurent und zwar in der Farbe MN9. Das ist so ein ganz klein bisschen so bronzy. Und die verlinke ich auch in die Infobox. Ich weiß, ich erzähle jedes Mal davon, aber ich liebe sie einfach. Ich bin immer noch der absolute Blender-Typ. Ich glaube, meiner ist online ausverkauft. Wir müssen mal gucken, ob in euren Stores es noch mal einen Blender gibt. Ich liebe ihn sehr. Schau mal bitte, wie schön. Also sie, ich finde, warum ich sie jetzt so in den Himmel lobe, ist, sie ist einfach so hautnah, aber so perfektionierend trotzdem. Ich weiß, früher war das so Poren verstopfen und alles dicht machen und alles zu einer Einheit. Und sie lässt meine Haut Haut sein, aber trotzdem ist es my skin but better einfach, ohne dass es eine verrutschende BB-Cream ist oder so. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben hier... Ich habe super lange kein Parfum mehr aufgetragen und bin nie... Jetzt Feuer und Flamme dafür. Nein, das ist ungefähr 8,5 Monate alt. Und wenn wir jetzt ausgehen, tragen wir Parfum auf. Ich war immer so, vielleicht riecht das im Anschluss, wenn ich mich danach ins Bett lege oder so. Aber ja, wir sprühen es uns auf die Kleider und auf die Mäntel. Habe ich kein schlechtes Gewissen. Und eins der ersten Parfums, die ich direkt benutzt habe, waren Libre und Opium. Also Black Opium ist, keine Ahnung, wie lange ich schon dafür werbe. Da habe ich noch in der WG gewohnt.
5 Jahre jetzt. Ich habe sie alle hier und was besonders am Black Opium ist, ist, dass er sich von allen Düften, die ich je gerochen habe, unterscheidet. Ich habe auch die Duftstars moderiert, habt ihr ja gesehen. Ich bin ein großer Duftmensch. Ich verbinde Düfte mit Orten und Menschen und ich weiß noch genau, wie ich den allerersten Black Opium beworben habe, wie ich den allerersten Black Opium gekauft habe und zwar mit meiner Oma zusammen. Die hat den, meine Oma war alles für mich wirklich und sie hat Black Opium bis zu ihrem letzten Tag getragen. Ja, darüber fangen wir jetzt nicht an zu reden, sonst fange ich an zu weinen. Aber seht ihr, es hat für mich eine sehr, sehr viel Emotionales einfach und deswegen, ja, gehört dieser Duft einfach zu mir. Das hier ist die wundervolle Umverpackung davon. Und heute werde ich mir das auch ein klein bisschen auf meine Kleidung sprühen. Das ist unser ganz klassischer Black Opium Duft. Den werde ich natürlich auch morgen zum Event tragen und heute werde ich mir auch ein ganz kleines bisschen auf mein Hemd geben. Und ja, ihr könnt, wenn ihr das ganz leicht haben wollt, wenn ihr gerade Babys habt oder so, sprühen und dann reinlaufen. Das mache ich. Und ich werde mir heute gleich noch die Augen schminken und das ist mein restliches Gesicht mit Yves Saint Laurent Produkten. Ja, also der Black Opium Eau de Parfum von Yves Saint Laurent. Ein absoluter Klassiker und auch ein tolles Geschenk. Seht ihr, das ist inspiriert vom Sternenhimmel. Vielleicht wundern sich viele, man kann das hier in der Mitte als Sonne oder als Mond assoziieren, wie ihr möchtet. Und hier außen haben wir den Sternenhimmel und ja, unser klassischer Liebling. Gerade meine Kamera, meine Batterie blinkt auf, deswegen werde ich mir jetzt erstmal die Base fertig machen, mich kurz abpudern und dann machen wir weiter mit einer ganz besonderen Palette. Oh, mir ist die Batterie von der Kamera gerade so auf meinen Fußzeh gefallen. Naja, kommen wir wieder zum schönen Ding des Lebens. Und zwar habe ich hier eine Lidschattenpalette. Die Lidschattenpaletten von Yves Saint Laurent sind anders. Sie sind schon in so großen, goldenen Umverpackungen gesichert, sodass sie nicht kaputt gehen, auch wenn ihr sie nach Hause bestellt. Und dann schaut mal bitte diese unglaubliche Umverpackung an. Ich glaube, die sind komplett viral gegangen damals, als sie auf den Markt gekommen sind, weil sie so wunderschön sind. Das hier ist Desert Nude. Here you go. So wunderschön. Ich habe hier noch meine Marrakesch-Palette rausgeholt. Das sind halt so einfach sehr, 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 sehr hochwertige Produkte. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand nachmachen kann. Also wie gesagt, das hier ist Desert Nude und das hier ist meine Marrakesch-Palette. Diesen schönen orientalischen Tönen. Aber heute werde ich mich mit Desert Nude schminken. Das ist eine absolute Alltags- und Abendpalette, ne? Also ich werde sie heute und morgen benutzen. Die Farben, das ist, seht ihr, wie samtig das aussieht? Genauso fühlen die sich auch an, so richtig buttrig, samtig. Und als erstes gehe ich mir erstmal mit dem hellsten Ton hier unter meine Augenbraue. Ich finde immer, das macht sehr viel aus, wenn man sich so einen hellen Ton oben unter die Augenbraue gibt. Ist ein bisschen underrated. Man macht es irgendwie nicht so oft, aber es macht sehr viel. Dann nehme ich so ein bisschen fluffigeren Pinsel und gehe hier in diesen wunderschönen, noch nie gesehen, so ein schönes Honigbraun. Und der wird das einfach auf meine Augen. Leute, der Ton bringt jede Augenfarbe zum absoluten Strahlen. Ich habe auch keinen Primer, nur ein ganz bisschen Concealer, aber wirklich sonst nichts. Mit einem Blender hier in diesen, ich werde einfach die drei oben mischen. Und dann gehe ich damit in die Lidfalte. Feminin und es ist einfach Saint Laurent. Unabhängige, Frau, selbstbewusst. Wann immer ich möchte, dass irgendwas mir gelingt, trage ich Saint Laurent. Es ist so, hat was für eine starke Frau. Also sie stehen ja sehr für unabhängige, sehr starke Frauen. Nicht zu unterschätzen, vielleicht mache ich morgen was mit diesen Rosatönen. Richtig schön. Schaut mal, das ist so ein Mauve. Die beiden in Kombi, auch sehr, sehr schön. Hier noch so ein Gold. Und nochmal so ein bisschen was Vanilligeres. So simpel. Ich habe jetzt keine 5 Minuten dafür gebraucht. Und auch schön, wenn man das sich nochmal hier so einen Tacken unter die Wimpernkranz gibt. Jetzt nehme ich den Crush Liner und zwar in der Farbe. Das ist ein wasserfester Eyeliner. Eine sehr schöne Konsistenz. Ihr könnt damit richtig schön einfach einen Liner gleich ziehen. Ich gebe mir den einfach unordentlich hier so hin. Und dadurch, dass er waterproof ist, der da oben auch sehr gut. Ich mache übrigens immer das Auge zu und dann gehe ich so rum. Ich kann das nicht mit offenem Auge. Wir haben hier hinten auch noch einen Spitzer, falls ihr das nochmal anspitzen wollt, vielleicht für vorne oder so. Damit könnt ihr übrigens auch einen schönen, komplett smoky Eye machen. Und dann intensivieren wir das Ganze nochmal so ein bisschen mit einem schwarzen Eyeliner. Das ist der Couture Eyeliner in der Farbe 1. Was ich besonders an dem Eyeliner mag, ist, dass seine Spitze sehr, sehr lange so bleibt. Also sie wird nicht irgendwann so krüsselig, sodass ihr keine Liner mehr ziehen könnt, sondern bis er aufgebraucht ist, könnt ihr richtig schön damit Liner malen. Er ist auch, glaube ich, der schwarzeste
Liner, den ich habe. Einer der wenigen Liner, die ich hier so richtig sauber ziehen kann. Und ich kann damit auch hier vorne perfekt arbeiten. Kitzelt auch nicht oder so. Dann die Lash Clash Mascara. Wisst ihr, was ich so gut an der finde? Dass sie die Wimpern festhält und dass sie nicht wegrutschen, während man sie tuscht. Mag ich nämlich gar nicht, weil dann brauche ich super lang und muss immer und immer wieder drüber. Hier gehe ich maximal zweimal drüber. Also ich lasse die... Ich gehe einmal drüber und dann lasse ich es nochmal kurz antrocknen und gehe dann nochmal drüber. Und die unteren Wimpern tusche ich mir damit auch sehr gerne. Klebt die Wimpern nämlich unten nicht. Seht ihr das? Das ist nur zweimal auftragen. Meine Lippen lasse ich jetzt erstmal, weil ja, wenn ich mit Nile bin und er wach ist, dann möchte ich gerne ihn abknutschen. Deswegen mache ich jetzt einfach mal Lippenöl hier wieder runter. Ich glaube nicht, dass ich schaffen werde, sie zu stylen. Was nicht schlimm ist, weil sie relativ glatt sind eigentlich, wenn ich nichts mache. Dann style ich sie morgen. Ich habe übrigens dazu einfach eine helle Wildleder-Leggings an. Das ist ganz okay, ganz entspannt für den Sonntag. Los! Ich habe nur noch ein bisschen Zeit für meine Haare. Ach doch, die sind gerade gekommen. Also meine Haare stylen. Aber das mache ich natürlich nicht, wenn wir jetzt Besuch haben. Aber seht ihr, das ist relativ okay mit den Haaren. Hier ist der Duft, den ich jetzt auftragen werde. Den werde ich auch morgen Abend zum Event benutzen. Jetzt werde ich einfach nur reinlaufen. Er riecht. Das ist der klassischste Duft, einer der klassischsten Düfte, die meine Nase erkennt. Absoluter Herbst-Winter-Duft mit sehr schönen, warme Untertönen. Duftnoten, die dich umarmen, die dich an... Ich denke an Mäntel und an Kleider und an... diese Jahreszeit einfach. Wisst ihr? Also an was Schönes, Warmes, Ausgehen mit Freunden, Events. Also ein wunderschöner Duft, auch absolut toll zum Verschenken. Kann ich sehr empfehlen und werde ich euch auf jeden Fall verlinken und ich werde ihn auch morgen wieder tragen. Jetzt geht es für mich runter zu meinen Gästen und ich würde sagen, ich nehme euch so ein ganz kleines bisschen mit. Natürlich kann ich jetzt nicht viel filmen, da ist auch noch ein Baby mit dabei, aber ich glaube, Nile wacht auch gerade auf dooferweise zu einer sehr blöden Uhrzeit, weil es ist 3 Uhr und er kann nur 3 Stunden wach bleiben. Das heißt, ich müsste ihn um 6 Uhr in den Abendschlaf wiegen. Das wird mich hinhauen. Mal gucken, wie wir es machen, aber jetzt gehen wir erstmal runter. Good morning, people. Ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht. Heute Morgen habe ich die Locken gemacht. Also es ist alles so ein bisschen zeitversetzt. Immer geguckt, wie ich das gerade schaffe. Da hinten steht noch der Staubsauger. Habe heute auch wieder die Desert Nude Palette genommen von Saint Laurent. Und ich habe diese rosanen Töne genommen. Ich muss hier vorne noch ein bisschen Mascara sauber machen. Die Base ist die gleiche wie die von gestern. Wie gesagt, ich habe heute nur die anderen Töne genommen. Ich habe diese Reihe komplett genommen und ich habe noch in den Augenwinkel ganz wenig davon drauf gegeben. Wisst ihr, was da auch ein Phänomen ist? Die haben gar kein Fallout. Und es ist so richtig schön geairbrushed. Heute Abend wird Black Opium getragen. Und zwar richtig, ne? Gestern war ja so die Light-Version. Und heute wird aufgetragen. Heute Abend geht es nämlich auf ein Event. Es geht ins Tanika nach Köln. Bravi und Gösse sind wieder mit dabei. Freue ich mich sehr drauf. Es geht um 19 Uhr los, aber ich glaube, ich werde erst um 19 Uhr losfahren. Mal gucken, wie es mit dem Kleinen ist. Noch wollte ich so entspannt bleiben in meinen Klamotten. Sorry dafür. Ich weiß, ich soll mich nicht rechtfertigen. Das Ding ist, wenn man halt da sitzt dann und schneidet und so, dann denkt man so, hey, du bist da gerade vor tausenden von Leuten. Die weiß, wenn du dich mal richtig anziehst. Aber ich bin so... Es ist nicht so, als würde ich jetzt vor Fremden irgendwie stehen oder so. Das sind meine Haare. Übrigens habe ich die heute Morgen einfach mit meinem Lockenstab gelockt. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert, dass ich nicht einen Steampot genommen habe. Ich war einfach zu faul, wieder aufzustehen. Ich musste mehr noch in mein Leben integrieren, weil er einfach viel schonender ist als jetzt mein Lockenstab zum Beispiel. Ne? Und ich würde mich jetzt aber mit euch, ich glaube, mal eben auf den Boden setzen und die Pakete durchgehen, weil das sind eine Menge. Große Leute, also. Jetzt lassen wir uns erstmal loslegen hier. Ich habe einen Inhalator bestellt, Mommy Duties. Meine Freundin Gösse hat mir gesagt, dass der sehr gut ist, weil das keiner ist, den man jetzt in die Nase oder in den Mund machen muss, sondern den kann man ganz bequem vors Gesicht halten, wenn die Kinder schlafen. Wir haben es jetzt noch nicht gebraucht, deswegen habe ich es auch noch nicht ausgepackt, aber der liegt schon seit, war sehr, sehr schnell da. Ich will ja auch nichts schrotten. Das war nämlich nicht so günstig. Ah, da ist sogar so eine Maske noch mit dabei und ein paar Aufsätze und so und... Damit werde ich mich natürlich beschäftigen, bevor Nile krank wird, weil man macht sowas eigentlich immer nur erst, wenn man es braucht. Man hat gar keine Zeit, wenn Kinder krank werden oder wenn man selbst dabei krank wird.
Schon lange nichts mehr von GHD erhalten. Da freue ich mich sehr drüber. Was ist denn hier drin? Es gibt ja immer besondere, spezielle Kampagnen und zum Ende des Jahres. Und das ist so eine Edition mit so roten Taschen und goldenen Tools. Professional Platinum Styler erreicht. Den habe ich mir auch damals gekauft in rosa. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Finde ich wirklich sehr gute Eisen. Also die Keramikbeschichtung ist so gut, dass sie die Haare halt nicht komplett irgendwie zerstören oder so. Ich habe den jetzt mal kurz ausgepackt und auf Instagram gezeigt. Das ist jetzt die Umverpackung, ein richtig schönes, knalliges Rot. Und das ist ein richtig schönes, zartes, mattes Gold, ein Champagner. Sehr, 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 sehr schön. Da ich den Platinum Styler habe, werde ich den verschenken. Ich habe tatsächlich jedes Jahr Giveaways gemacht auf meinem Instagram-Account, immer zu der Weihnachtszeit. Und ich muss echt sagen, ich habe das super gerne gemacht. Und dann hat mir Instagram aber gesagt, dass ich deshalb sehr, sehr viele Follower verliere. Und deswegen mache ich es nicht mehr, weil ich habe es nie für die Follower geteilt. Ich habe auch nie gesagt, verlinkt irgendjemanden oder so. Ich habe einfach nur gesagt, das ist ein Dank von mir für das ganze Jahr. Und leider wurde ich dafür theoretisch bestraft. Ne? Und deswegen werde ich einfach solche Sachen jetzt in meinem Umfeld weiterhin verschenken und leider Gewinnspiele wahrscheinlich so weit wie möglich vermeiden. Ich finde es super schade eigentlich, ja. Wir haben hier noch Geschenke von Rituals. Oh, das mag mein Mann super gerne. Hatte er sogar schon mal und den mochte er auch sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich die Verpackung jetzt einfach aufgerissen. Das ist der hier. So, Maya hält es nicht aus, wenn er wach ist. Sofort, sie ist bei ihm, sie rennt. Sie liebt ihn so sehr. Ihre Mom hat sie schon gefragt, ist das dein Sohn oder? ich habe jetzt kurz einen Break gemacht, aber das nehme ich mit runter. Das habe ich auch mit geschenkt bekommen von Douglas. Das ist dieses Autoduft. Freue ich mich sehr drüber. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt schon... Ja, da ist schon. Da sind sogar Sheets mit dabei, wie cool. Das werde ich mit ins Auto nehmen und in den Wagen, in dem der Kindersitz nicht drin ist, ja, werde ich den reinsetzen. Und ich habe auch gerade das hier gerochen. Leute, das riecht so ein kleines bisschen wie irgendwas aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht was. Da ist er wieder, der Duftmensch. Aber das riecht so... So... Ich weiß nicht, mega, mega, mega. Ich werde jetzt das hier mit runternehmen und runtergehen mit Niall und mit ihm spazieren gehen. Zusammen mit meinen Schwiegereltern, ich laufe denen entgegen. Und dann können sie ihn auch nochmal sehen. Und dann können sie mit ihm hier spielen und ich kann hier weiter unboxen mit euch. Das ist eine gute Idee. Und ja, let's go. Leute, der Tipps. Oh my goodness, meine Haare haben gerade nach angebratenem Essen gerochen. Wirklich nicht schön, jetzt nicht für ein Event geeignet. Und ich dachte so, und dann Maya so zu mir, ey, föhn die einfach kalt, dann geht da der ganze Geruch raus. Und ich würde sagen, zu 95% ist der Geruch rausgegangen. Also, die haben so gerochen. Kennt ihr das, wenn man sich selber so riecht? Das war richtig eklig. Einfach ein Game Changer. Ich habe ein bisschen Trockenshampoo meinen Ansatz gemacht. Und werde ich mich jetzt sehr Saint Laurent tauglich anziehen. Mein Make-up sitzt immer noch, ich muss nichts machen. Meine Lippen sind super trocken, ich glaube, das ist hormonell bedingt. Ja, meine Mama sagt die ganze Zeit zu mir, Tara, alles nach der Schwangerschaft dauert nochmal genauso lange, wie du schwanger. Ich glaube, ich ziehe diesen schwarzen Rock an. Ich passe gerade nicht in meine Lederröcke, sonst würde ich eher einen Lederrock anziehen. Da sind meine Hüften noch nicht so weit, aber ich glaube, ich ziehe den Rock an. Das ist so ein floralem Muster. Vielleicht ein schwarzes Top, diese Cardigan von Edited und dann noch meine schwarzen Leder. Overknees. Bisschen mädchenhafter geworden, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich werde für so ein... Jetzt so, meine Schwiegermama hat die schönste Hose ever an. Das ist so eine breite, dunkelbraune Lederhose. Und die, aber die hat so ein ganz weiches Leder. Das sieht richtig, richtig schön aus. Ich habe doch keinen Bock auf das Outfit. Ich hole mir kurz was aus der Hauenanbestellung. Dann haben wir wenigstens noch ein Paket unboxed, weil ich habe das Gefühl, diese Pakete sind so dermaßen verflucht, dass ich sie nicht unboxen darf. Das ist so ein schönes Grau. Das ist, was ich mir gedacht habe. Leute, das ist mir gerade so ein bisschen zu sommerlich. Ich fühle das gerade nicht so richtig. Sowas will ich. Ja. Das ist schön. Oh, das ist aber auch ein Real Wert, ne? Das ist ein sehr schönes Outfit. Man könnte das auch so ein bisschen reinstecken, um die Beine so ein bisschen zu verlängern. Ich finde es aber, muss aber jetzt nicht, ne? Also kann auch richtig schön so getragen werden. Ich habe ein Hemd
also diese Fake-Hemden an, von Kragen hier drunter. Die liebe ich am meisten. Der Kragen von denen ist einfach fest, ne? Der wabbelt nicht weg. Ein sehr schönes Highschool-mäßiges, aber so Upper East Side Manhattan Outfit Gossip Girl. Ja, ich werde jetzt einfach schwarze Overleaves dazu anziehen. Eine schwarze Tasche. Lass mal gucken, welche. Meine halbwegs silberne Hardware wäre die Serpentine Bag von Bulgari oder die die Fendi Peekaboo. Das ist eigentlich für mich keine so richtige Ausgehtasche, aber ich muss sagen, getragen wird sie halt auch super selten. Das ist eher für mich so, ich gehe in die Stadt, was shoppen und nicht, ich gehe jetzt was auf ein Event oder so noch am Abend. Weil ich das nicht gewohnt bin, weil ich so, okay, ich gehe jetzt. Das Parfum fehlt, Leute. Weil ich bin angezogen und wenn ich angezogen bin und rausgehe und nein, nicht dabei ist, dann sprühe ich mir Parfum auf. Das ist jetzt Black Opium von Yves Saint Laurent Beauty. Also das ist so ein Mix aus Kaffeebohnen, rosa Pfeffer, weißen Blüten. Das ist so, wenn ihr euch das vorstellt, das trifft so was Herbes auf was Fruchtiges. Also nicht fruchtig, es ist nicht fruchtig, aber es ist so, was Herbes trifft auf was. Es ist sehr schick und sehr elegant. Es ist ein sehr, sehr schöner Duft. Und den werde ich mir jetzt auf mein Oberteil sprühen. Das reicht auch. Also wirklich, ihr braucht nicht viel von Black Opium. Das ist ein Duft, ihr riecht den auch die ganze Zeit. Ich finde das sehr, sehr traurig, wenn man irgendwann im Laufe der Zeit seinen Duft nicht mehr riecht. Und ja, ich bin fertig. Ich zeige euch jetzt noch mein Outfit dazu. Sesam, öffne ich. Das ist mein Outfit. Das ist die Calcedonia Strumpfhose in der Farbe Nude. Das ist die Sheer 20er. Die mag ich sehr, sehr gerne. Also ich finde, die halten auch richtig gut. Da, bei dem letzten hatte ich schon ein Loch leider, aber ja, da war ich wahrscheinlich selber, weil das kann nicht vom Werk kommen. Dann hier mein Rock von H&M und mein Pullover von H&M, der sich übrigens sehr schön anfühlt. Der fühlt sich richtig, richtig gut an. Ich bin mir noch unsicher mit diesem Kragendings, aber ja, ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal. Und ja, natürlich. Und jetzt gehe ich los und nehme ich noch ein bisschen mit aufs Event. Lego! Ich freue mich so auf die anderen. Wie kann das sein, dass ich jeden Tag aufräume und es danach jeden Tag so aussieht? Ich verstehe das nicht. Aber das hier kommt jetzt erstmal zu meiner Black Opium Sammlung. Da. Da sind meine Lieblinge. Tada! Ja, wink doch!